Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Zakayev. Imran Zakayev. Mein Blut an ihren Händen. Delta 1 X-Ray, wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Raketenstart. Fünf Jahre später. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Rossen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund. Das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute. Beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Die alte Leier, Tag 1, 15.30 Uhr. Ja, ist das Bataillon. Und damit willkommen. Zu Abdrücken für Anfänger. Genau. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Nicht so ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Jawohl. Nehmen Sie die Waffe vom Tisch und feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Ja, willkommen zu Call of Duty. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Modern Warfare 2. Die 1 wollte ich eigentlich auch noch zeigen, aber ich habe keine Ahnung, wo die BCD rumliegt. Schon zu lange her. Keine Zielvorrichtung benutzen. Ich will noch was klarstellen. Feuern Sie aus der Hüfte. Achso. Steuerung, Ansicht, hoch, runter, Umkehr, nein. Gesehen? Seine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Jawohl. Erst ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Private Allen, benutzen Sie die Zielvorrichtung, bevor Sie feuern. Wer ist nicht dabei? Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Jawohl. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen,
Nehmen Sie die Splittergranaten vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Soll ich es mal zu euch werfen, die heiße Kartoffel? Okay. Ah ja. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Jetzt drüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Also dann. Wer will zuerst? Ich will sehen, was Sie so gelernt haben. Ihr kriegt das schon hin, ja? Gut. Was ist? Verschwinde, Mann. Was? Wollt mitspielen? Könnt doch eh nichts. Servus! Was ist da? Na ja, gut. Tippit. Hey Private, willkommen in der Grube. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Er beobachtet uns von oben. Gut, jetzt zum Gewehr wechseln. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Gesehen, wie schnell das ging? Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Für die Kameras lächeln und treffen. Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trupp. Wenn das was für Sie ist. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Jawohl. Das Teil gibt es übrigens auch im Koop, da kann man das zu zweit hier durchrennen, um dann Bonussteine zu kriegen. Genau, hier kommen wir wieder raus. Ja, ja, laber nicht so viel. Oh shit. So schlecht. Oh Gott. Oh, das ist ein Gegner? Nee. Hab schon Schlechteres gesehen. Aber das geht ja. Raubt zu Ihrem Team oder? Nee, wir nehmen Rekrut. Ja. Gut. Gehen Sie nach oben und treffen Sie die anderen. Wir nehmen Rekrut, weil die Mission ganz schön. Zum Teil zu stressig. Alle Mann in die Fahrzeuge. Die Rücken ab. Der wird schon wieder. Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben. Aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden, eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Wir Shepard.
Panzer 2-1, hier Warlord, habe verstanden. Aber der will 1-1, 2 Erkundungsjäger, auf Meldung warten. Panzer 2-1, hier Devil 1-1, 2 F-15-Jäger, 1,5 Meilen, Bereitschaft bei 3 Sierra, Nordwesten, Gebiet Knife, Ladung 2 J-Dams und 2 Harms, in Bereitschaft. Devil 1-1, Ziel ist ein weißes, zwölfstöckiges Apartmentgebäude, Landquadrat 252-1-1, das Gebäude muss zerstört werden, Roger. Auf der Brücke oben auf 10 Uhr, mehrere Ziele, ausschalten! Auf der Brücke, andere Seite! Bestätigt, Hunter 2-1. Angriff wird eingeleitet. Ziel erfasst. Brücke steht, jawohl. Simgi. Oh, Gatling. Welches Gebäude ist es, Sir? Das große auf 1 Uhr. Hey, Mann, welches Gebäude? Das große auf 1 Uhr. Hey, Dave, welches ist es? Ist es das linke oder das rechte? Das linke. Ist das nicht etwas eng für das Sonderkommando? Sir, ich bin ein Shepard, ein Problem mit Gefahr. Alter. Ui, Gigi. Verstanden, Hunter 2. Bigfoot. Ja, sammelt deine Brücke dann wieder ein? Die brauchen wir vielleicht nicht, ne? Angriff erlaubt es nur, wenn sie zuerst feuern. Alter. Die Dächer nach Feinden absuchen. Vorsichtig vorgehen. Irgendwas zu sehen? Übrigens, ich gibt's übrigens diesen Trick mit Umgebungsverdeckung. Ich weiß nicht, wer den schon kennt, aber wenn du Umgebungsverdeckung auf Qualität machst, kannst du quasi Buchstaben hoch. Alles sehen. Ich weiß nicht, warum das so ist bei Nvidia. Es geht aber nur mit Nvidia Grafikkarten übrigens. Tipp, tipp, tipp. Auf die Gassen. Da ist irgendwie so ein riesiges Ziel. Wahrscheinlich Milizkämpfer. Sehr verwinkelt. Sind Sie bewaffnet? Negativ. Sie beobachten uns nur. Ich wette, Sie beobachten uns. Das heißt nicht, dass wir auf Sie schießen dürfen. Gibt Sie jemand? Gibt Sie jemand? Ich sehe überhaupt nichts. Alle Hunter-Fahrzeuge, hier ist Sergeant Crowley. Bereit machen zum Angriff. Scharf und zum Feuer auf mehreren Richtungen. Schießen. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Willst du mich verarschen? Wie so ein Drecks-Kampf von uns her. Wir stehen unter schwerem Beschuss auf der Schule! Können Sie helfen? Over!
Wir sind unterwegs. 2-1 Ende. Verstanden, Hunter 2-1. Hat uns zerlegt. Vorsichtig zum Sammelpunkt vorrücken. Da könnten bewaffnete Feinde sein. Over. Leute, auf feindliche Nachzügler achten. Ab zum Sammelpunkt. Okay, wir machen mal schnell noch die Musik ein bisschen leiser. Können wir nicht. Private Allen, ab sofort erhalten Sie Ihre Befehle von mir. Ich erzähle Ihnen alles im Heli. Los! Jawohl! Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis? Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Da bist du irre. Bleiben mich ansehen. Auf mein Zeichen dann.
stabil. Mir nach. Seite. Willst du mich verarschen? Herzschlagsensor überprüfen. Ich sollte auf der Anzeige erscheinen. Der blaue Punkt bin ich. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Roach, diese Trottel haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Wir können uns Zeit lassen. Sie übernehmen die da links. Bei drei. Eins, zwei, drei. Du hast gesagt links. Gut gemacht. Da hat er gesagt, ich übernehme den da links. Er schießt den rechts tot. Ich habe Ihre Kommunikation abgehört. Nach Südosten, das C4 bei der Tankanlage anbringen. Wenn das in die Hose geht, gehen wir nach Plan B vor. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben.
Roach, die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Der Truck kommt zurück. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Das ist die Tankanlage. Sie haben sie gefunden. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Aha. Der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Wer zuerst da ist, breche auf. Ende. Wer zuerst da ist, du bist ein Arsch. Los geht's. Ich genieße ja immer nur die Landschaft. Raufgehen und das ACS-Modul suchen. Soll ich verarschen? Roach, ich bin aufgeflogen. Still verhalten und Feuer einstellen. Sollen wir jetzt rausgehen? Roach, schnell, Plan B. Dicht an der Wand bleiben! Wir nehmen die Mix als Deckung und gehen über die Räubern, Südosten! Für Deckung.
Alles klar. Tschüss. Kilo 6-1, primärer Treffpunkt gefährdet. Unterwegs zur Landezone mit Feindfahrzeug. Wir treffen uns dort. Over. Bravo 6-4, Kilo 6-1. Verstanden. Ende. Weitere Ziele hinter uns. Abschütteln. Los, los. Nicht nachlassen. Anhalten bedeutet Tod. Los, los, los. Na los! Fuck! Wir sind auf dem Weg zur Landezone mit Feindfahrzeug. Starker Beschuss, aber wir sind fast da. Bereithalten! Gas geben! Weiter! Oh, 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 oh. Das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht. Da ist der Heli! Los! Bravo 6, wir haben Sichtkontakt. Na los, der Treibstoff wird verdammt knapp.